Yosemite. Über 2600 Quadratkilometer groß. Die Heimat einer der ältesten Pflanzenarten der Erde. Der Riesenmammutbäume, die in diesem Teil Kaliforniens seit über 60 Millionen Jahren wachsen. Das könnte unsere Verbindung sein und die Saurier hierher locken. Die Mammutbäume sind vertraut, Teil der genetischen Erinnerung. Dann könnte dieses Land perfekt für die Saurier sein. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von der Jurassic World Evolution 2 Kampagne. Okay, die Katze ist bereits aus dem Sack. Das ist übrigens eine Redewendung. Hier gibt es weder Katze noch Sack. Owen will damit sagen, dass die Dinge bereits in Bewegung sind. Wir müssen entsprechende Anlagen errichten und die Saurier fangen. Aber nicht mit Säcken. Keine Säcke. Ein Expeditionszentrum, eine paläomedizinische Anlage und eine Unterstützungsanlage. Damit haben wir eine solide Basis. Ah, hier laufen schon ganz viele freilebende Dinos rum. Mega cool. Die Karte sieht echt krass aus. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Riesige Felsen, Stromschnellen, Wasserfälle. Oh, das ist so cool. Jetzt ist natürlich wieder sehr interessant, wie viel kann man hier bebauen. Okay, das ist dieser Fleck. Aber hier ist noch eine andere Fläche. Wildbereich. Oha, okay. Mal was ganz Neues. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Wir fangen hier komplett von Null an. Sieht richtig cool hier aus. Aber wir bauen jetzt erstmal eine... Haben wir hier einen Eingangsbereich? Oder haben wir echt noch gar nichts? Ne, wir haben wirklich gar nichts. Ja, dann fangen wir hier unten mal an. Ankunftsort brauchen wir dann doch aber auch. Auch wenn der da unten nicht steht. Aber wir müssen das Ganze ja verbinden mit dem Weg. Mal vor, dann geht das mit den Gebäuden ein bisschen schneller. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier eine gerade Straße. Und dort kommen dann unsere ganzen Infrastrukturgebäude ran. Unterstützungsanlage und Paleoanlage. Wir direkt nebeneinander. Das kommt auf die andere Seite mal, würde ich sagen. Auch ungefähr im gleichen Abstand, damit es zumindest ein bisschen hübsch aussieht. So viel Zeit muss sein. Und dann verbinden wir die mal schnell. Und damit haben wir unsere ganzen Gebäude. Die müssen wir jetzt, glaube ich, noch mit Strom versorgen. Und dann passt das. Ich mach mal den Generator hier hinter. Und Mission abgeschlossen. Perfekt. Wie sieht's mit Fotografien aus? In welcher Hinsicht? Ich glaube, rechts ist meine Schokoladenseite. Owen, ich rede von den Sauriern. Wir brauchen doch Fotos von den Tieren in Yosemite. Und du irrst dich mit der Schokoladenseite. Okay, verstanden. Wir können eins der Fahrzeuge nehmen und auf Fotoexpedition gehen. Und ja, die linke Seite ist besser. Du bist noch hier? Bin dabei, aber noch nicht ganz weg. Kapiert? Das ist ein Wortspiel. Weg, weg, bin weg. Ah, sehr cool. Ich glaube, das wird eine Mission nach meinem Geschmack. Sowas finde ich immer richtig toll, wenn man dann auch so in die Natur reinfährt. Oh, hier durch den Wald ist schlecht. Und dann einfach die Dinosaurier ein bisschen beobachtet, Fotos macht. Ich habe ja auch schon damals bei JW1 von Claire Sanctuary die Mission am meisten gemocht. Da war das ja auch ähnlich. Ich wollte eigentlich rechts anfangen, aber irgendwie kommen wir da nicht durch. Und dann arbeiten wir uns von links nach rechts. Da seht ihr oben diese Fotosymbole. Wir müssen nämlich insgesamt 8 Arten fotografieren. Also einiges haben wir ja zu tun. Und die Karte ist wirklich groß. Also zumindest hier dieser Wildbereich. Bei den Baubereichen bin ich echt mal gespannt im Sandbox-Modus. Auf den ersten Blick sieht das erstmal ziemlich klein immer aus auf den Karten, wo man bauen kann. Da hat man sich irgendwie mehr erhofft. Aber das kann natürlich täuschen. Hä? Bin mega verwirrt gerade. Es ist unbeschreiblich, diese Tiere in einem Fass
fast natürlich. Ach, da sind schon welche. Mit diesen Fotos fangen wir nicht nur die Saurier ein, sondern irgendwie auch diesen Moment. Und wenn man bedenkt, wie sie hierher kamen, ist das doppelt seltsam. Ich glaube, näher werden wir den Sauriern, so wie sie vor 65 Millionen Jahren waren, nicht kommen. Und das ist einfach atemberaubend. Oh, das ist echt toll. Ich scheine noch gar keine Angst vor meinem Auto gerade zu haben. Tolle Dinosaurier. Ich glaube, da oben sind schon die nächsten. Nee, war nur Gras. Da müssen wir noch einen Ticken weiterfahren. Hier haben wir eine Nasutoceratopse. Auch tolle Dinos. Erinnert mich von den Hörnern immer an einen Stier. So, sollten wir wahrscheinlich nicht zu lange nerven. Ich tue euch nichts. Oh, der ist ja wunderschön gerade in der Sonne. Oh, wie toll. Dann mache ich noch mal ein Foto. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ah, da sind schon die nächsten Dinos. Ich glaube Paras. Lasst euch nicht stören von mir. Aber die scheinen schon gewohnt zu sein, ne? Die flüchten auch nicht. Auch wunderschöne Tiere. Drei von acht Spezies haben wir. Mal gucken, ob wir auch Fleischfresser gleich noch finden. Da bin ich gespannt. Oh, da sind welche. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas liegt da. Ich glaube, Triceratopse. Ja, das sind Trizis. Wird auch gerade Nacht. Das macht es nicht leichter. Mein Lieblingsdinosaurier, für die, die es noch nicht wissen. Oh, da ist direkt der nächste. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den gerade sogar mitfotografiert habe im Hintergrund. Da habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber ich habe mittlerweile da 5 von 8 stehen. Das sind Apatus dürften es sein. Da seht ihr, ist keine Zahl dazugekommen, die habe ich gerade aus Versehen schon mit fotografiert. Also alles entspannt, was machen die denn da? Oh, der wollte sich gerade hinlegen, jetzt haben sie Panik. Okay, schnell weg hier. Oh, hier sind auch Dinos. Ah, Stegimoloch dürften das sein. Man sieht die echt schwer bei Nacht. Liegt sogar eine einfach rum. Muss man richtig aufpassen, dass man die nicht überfährt. Wie groß ist das denn hier? Das endet ja gar nicht, die Fläche, wo man langfahren kann. Das ist wirklich beeindruckend gerade. Wir können ja auch mal in die Innenansicht gehen. Oh, links soll was sein. Oh, das ist ein Fleischfresser, oder? Ja, ein Baryonyx. Schönes Foto. Hier sollten wir nicht zu lange bleiben. Nicht, dass der uns gleich verfolgt. Und die Frage ist jetzt, wo ist der nächste Dinosaurier?
Vielleicht hier links? Im See oder so? Da läuft was. Das gesehen? Kommst du, Gnathos? Gut, dass ich die gesehen habe. Unsere Fernfangteams müssen die gefährlichsten Saurier zurückbringen. Die Sicherheit der Gäste und der Saurier steht auf dem Spiel. Bin dein Mann. Und dein Mann. Ich weiß. Sobald wir sie haben, sichern wir sie in unserer neuen Einrichtung. Ich weiß das. Also sei vorsichtig. Das war sehr cool. Das hat Spaß gemacht. Und wir haben die sogar relativ gut von der Reihenfolge alle fotografiert. Und wir dürfen jetzt einfach frei drauf losbauen. Das ist ja richtig cool. Die Mission wird tatsächlich auch ein bisschen schwieriger, weil wir nur 1,7 Millionen haben. Und noch keinerlei Dinosaurier oder dergleichen. Das heißt, wir müssen jetzt relativ schnell versuchen, unser erstes Gehege zu bauen. Mit irgendwas etwas kleineren. Ich mache jetzt erstmal wieder ein eckiges Gehege. Muss jetzt erstmal ein bisschen praktisch sein. Oh, wir können gar nicht brüten. Das heißt, wir müssen wirklich Wildfänge machen. Müssen wir gleich mal schauen, dass wir das hinbekommen. Können wir hier einfach jetzt rein theoretisch welche aus der Wildnis hier einfangen? Aber anklicken kann ich die nicht. Das heißt, die kann ich jetzt nicht einfach wild fangen. Dann muss ich vermutlich ins Expeditionszentrum und dort Aufträge suchen. Ja, genau, hier können wir einiges fangen. Zwei Allosaurus in der Nähe von Big Rock. Kryolophosaurus. Troodons. Albertosaurus. Mitriacanthosaurus. Dilophosaurus. Hererasaurus. Ich glaube, ich hole mal die Kryos. Ja, meine Mitarbeiter sind ein bisschen gestresst. Aber das macht nichts. Wir können ja auch mal eben schnell so einen Mitarbeiterraum bauen, dass sie sich ausruhen können. Ach, Personalzentrum. Das sieht hier sogar anders aus. Baue ich das mal hier hin, dann können die gleich ein bisschen chillen. Derzeit können wir auch noch eine Beobachtungsgalerie hier vorne einsetzen. Dann nimmt das Ganze auch schon relativ schnell hier Form an. So ist besser. Und das Kontrollzentrum ist jetzt auch soweit fertig. Und direkt eine Übertragung. Achso, wegen unserem Lebenfang. Oh, zwei Stück gefangen. Ist aber interessant, der wird sogar mit K geschrieben im Deutschen. Kryolophosaurus. Den haben wir ja als letztes gesehen beim Species Field Guide. Ach, der ist richtig interessant. Ja, das ist schön. Jetzt haben wir den besorgt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Platz nicht ausreicht, aber wir können dieses Gehege easy erweitern, indem wir die einfach hier die Ecken verbinden oder noch ein Viereck dazu machen. Das ist immer das Praktische, wenn man so in dem Stil baut. Dann geht das recht schnell. Und jetzt müssen wir einmal kurz unseren Mitarbeitern die zum Ausruhen schicken. Ach, ich muss ein bisschen aufpassen wegen dem Geld. Das ist alles gerade ein bisschen kritisch. ...3300 ist, glaube ich, gar nicht so wenig an Bewertung. Ich finde den ganz schön cool, muss ich sagen. Oh, warum sind die so böse? Also die Musik geht gerade absolut ab. Ich hoffe, ich habe hier nichts falsch gemacht. Wir schicken mal ganz schnell hier so einen Jeep dahin. Zum Scannen. Dass wir da mal eben die
Komfortprüfung machen können, wie es dem geht. Ah, der Skin passt auch wirklich gut hier rein. Sieht sehr natürlich in der Landschaft aus. Machen die jetzt eine Animation oder was? Nee. Können auf jeden Fall schon mal einen Futterspender machen. Und Lebenfutterspender auch. Und Wasser. Das brauchen die zu 100%. Das weiß ich auch ohne Prüfung. Machen wir einfach mitten in den Wald das Wasser. Und jetzt schauen wir mal. Wir müssten jetzt hier eigentlich gleich die Kryos prüfen. Hat die jetzt nicht gecheckt? Ah, der ist gerade dabei, okay. Ah, jetzt haben sie miteinander interagiert. Und der Jeep wird direkt gejagt. Offenes Gelände ist zu wenig. Der Bereich ist zu klein, das heißt, wir müssen es erweitern. Und wir brauchen mehr Wald. Also einfach mehr Platz im Prinzip. Denk mal, wenn wir hier jetzt eine Ecke dran machen, könnte das ausreichen. Oh, das wollte ich nicht. Ich warte jetzt aber erstmal ab, diesmal bin ich nämlich klug, bis der Zaun fertig gebaut ist. Dann reiße ich das nach und nach ab. Die Mitarbeiter sind auch ausgeruht. Immer noch fehlender Wald. Die haben aber auch noch nicht alles erkundet. Also hier ist noch nicht im weißen Bereich. Aber hier fehlt auch noch eine Ecke vom Territorium. Seht ihr das? Also das Territorium wird gerade ein bisschen größer. Und dann steigt das auch erst nach und nach. Ist denen aber immer noch zu klein. Ich baue mal noch ein Stück dran. Wir wollen noch mal ein paar Felsen platzieren. Die Felsen hier sind jetzt auch schon wieder anders. Von der Form. Ich habe echt das Gefühl, dass die von Karte zu Karte unterschiedlich sind. Kann auch sein, dass ich mir das einbilde, aber... Hm. Meine, die sind anders. ...98% zufrieden. Das ist doch perfekt. Vielleicht noch ein bisschen Wald rein. Dann könnt ihr sogar zu 100% zufrieden sein. Dann haben wir unsere ersten Saurier hier glücklich gemacht. Das ist immer das Wichtigste, dass man den Grundstein setzt, gerade wenn man noch nichts hat, damit auf Dauer das Geld fließt. Wenn man das zu lange schleifen lässt mit den ersten Dinos, dann kriegt man schnell Probleme. Oh, beim Fressen sieht er auch sehr interessant aus. Das ist ganz schön große Brocken, muss man sagen. Auch ein toller Dinosaurier. Passt wirklich gut hier in diese Gegend. Aber wir machen jetzt weiter. Wir gehen jetzt direkt wieder ins Expeditionszentrum und schauen nach den nächsten Sauriern. Ein Albertosaurus. Bestätigte Todesfälle. Oh. Vielleicht sollten wir da auch ein bisschen drauf achten, dass wir erstmal die schlimmen Saurier einfangen, die Menschen töten. Alberto haben wir auch noch gar nicht gesehen, glaube ich. Der sah aber auf dem Bild ähnlich aus wie bei Jurassic World Evolution 1. Muss jetzt mal gucken vom Karten. Ja, es geht eigentlich. Ist eigentlich gar nicht schlecht, der Anfang hier, den wir gebaut haben. Müssen wir so einen kleinen Bogen machen, aber dann können wir wieder den Weg relativ gerade weiterbauen. Und hier kommt dann das Gehege hin. Ich ziehe mal eben die Zäune. Also die Standardsachen kommen da rein. Wasser und Futterspender. Ich denke mal, der braucht sogar zwei von diesen Lebendfutterspendern. Wahrscheinlich kann man auch das Intervall umstellen bei denen. Ah, man kann es aber auf jeden Fall bewegen. Das ist auch praktisch. Nee, das Intervall kann man halt wirklich nicht umstellen. Das heißt, man muss
wenn die da ein bisschen mehr brauchen, wirklich zwei davon bauen. Wir lassen es aber erstmal so und jetzt warten wir mal eben auf die Ankunft. Und jetzt ist es soweit. Hoffentlich klappt das, weil das ist nur einer. Ja, hat funktioniert, Gott sei Dank. Da haben wir ihn, den Alberto. Produkt unterwegs. Ist euch übrigens mal aufgefallen, dass bei dieser Kampagne gar nichts mit Besucheranlagen und Attraktionen und sowas kommt? Das liegt halt daran, dass das so ein ganz anderer Stil ist. Also wir retten halt Dinosaurier. Und bauen halt keinen Park für Besucher. Das werden wir dann wahrscheinlich alles im Chaos-Theorie-Modus haben. Das machen wir übrigens im Livestream. Wahrscheinlich schon alles geschehen, wenn ihr das Video hier seht. Da ist unser Alberto. Der hat wie in Jurassic World Evolution 1 so eine ganz glatte andere Haut. Mit ganz feinen Schuppen. Was klingelt denn hier immer auf dem Telefon? Was ist das? Oh, hier ist kein Dings mehr drin. Moment. Oh, 500.000. Oh, wir haben noch 260.000. Das wird ganz schön knapp. Schick mal kurz ein Ranger-Team dahin. Wo haben wir die denn? Irgendwie ist meine Aufteilung hier von den Gebäuden nicht so gut. Bin ich mir nicht so drauf klar. Aber das macht nichts. Ich scanne den mal eben kurz, den Alberto. Und dann schauen wir mal, wann es ihm fehlt. Hat er ein Telefon verschluckt? Immer wenn ich hier ranzoome. Es kommt halt wirklich von ihm, oder? Oh mein Gott. Ist das gerade ein Easter Egg, Leute? Das ist ja... Der hat doch jemanden getötet. Da gab es auch Todesfälle. Das könnte ja sein, dass der einen Menschen gegessen hat und das Telefon im Bauch klingelt. Oder zwei Telefone sogar. Oha. Das ist ja witzig. Das ist ja wie bei Jurassic Park 3. Da war es auch bei dem Spino so. Das ist halt safe. Wenn ich hier ranzoome, klingelt es halt lauter. Wie witzig. Oh, jetzt sehen wir den Alberto auf Ziegenjagd. Er schüchtert sie ein. Mit einem Schrei und einem Telefongeklingel. Das ist halt mega witzig. Dass sowas eingebaut wurde. Oh nein. Ja, Alberto ist unglücklich. Aber das ist genau das Problem. Also dieser Jeep, der braucht halt... Oh. Ich wollte gerade sagen, der Jeep braucht ewig lange. Aber es... Das Problem sitzt mal wieder vorm PC. Der kann da gar nicht rein. Oh, bin ich doof. Oh mein Gott. Ja, da würde ich sagen, müssen wir das auch selber wieder ausbaden. Ja, mein Fehler. Ich blame hier die KI für meine Doofheit. Oh oh. Nicht noch ein Menschen. Du hast schon genug Telefone, Intus. Weil ich das gerne sehen würde. Oh. Der ist ja komplett verwirrt. Okay, der ist völlig in Panik. Vielleicht sollte ich ihn doch betäuben. Das ist ein bisschen viel Stress für ihn, oder? Haben die Menschen immer Glück gehabt, wobei einen hat's erwischt. Da unten liegt er. Der wurde übergetrampelt, aber immer nicht gefressen. Das heißt, kein weiteres Handy für unseren Alberto. Aber gefällt mir, wie das hier auf dem in dem Park anfängt. Du musst jetzt einmal los. Du musst einmal hier reparieren. Und du musst den Status gleich checken. Das ist ganz wichtig. Der nicht wieder direkt ausbüchst. Weil die Zäune hier sind absolut ineffektiv gegen so große Fleischfresser. Das heißt, wir müssen die glücklich machen, damit sie gar nicht in Versuchung kommen, da den Zaun einzuhauen. Ja, der Alberto landet und wir prüfen ihn direkt.
Dann können wir uns da gleich drum kümmern, was genau ihm fehlt. Oh, der hat auch noch ein Leiden. Das sind wahrscheinlich die Handys im Bauch, oder? Hätte ich auch drauf kommen können, dass es nicht so gesund ist. Schauen wir mal. So, wir gucken mal, was ihm fehlt. Da bin ich echt gespannt. Sand und Fels. Die Fläche ist gerade so ausreichend. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen anpinseln, das Ganze. Und ein paar Felsen dann auch noch rein. Na, die Tierarzt-Unit hat ihn jetzt mal kurz gescannt. Telefon verschluckt, okay, hat halt wirklich. Er ist schon nervig, glaube ich, wenn man so ein Dino ist und die ganze Zeit klingelt. Wahrscheinlich müssen wir ihn jetzt in die Dings-Unit sogar hinbringen, oder? Der Transporthelikopter hier in der Mitte einmal operiert wird. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Oder irgendwas in der Art. Die werden sich schon drum kümmern. Ja, ich würde sagen, wir nehmen dann als nächstes den Metriacanthosaurus. Warum auch nicht? Sind ja alles irgendwie Fleischfresser. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen in dem Game. Wo können wir denn noch hinbauen am besten? Wir können auch noch in diese Richtung gehen, sehe ich gerade. Gehen wir den Weg daran noch vorbei? Das klappt alles soweit nicht schlecht. Dann können wir hier auch noch easy ein Gehege hinterpacken. Ich glaube, platztechnisch kriegen wir da eh nicht unbedingt Probleme. Da muss ich mir, glaube ich, nicht so Sorgen machen. Da kann ich dann auch etwas größere Gehege für die Dinos bauen. Und Strom brauchen wir auch noch. Gar kein Problem. Und mal gucken, wie viele davon jetzt ankommen. Alle drei. Oh, das ist ja perfekt. Die kommen dann direkt in ihr neues Gehege. Oh, hier vorne ist der Metria schon direkt. Oh, cooler Schrei. Sieht auch relativ ähnlich aus wie der aus JW1. So, wir gehen mal in den Zielmodus und scannen die mal. Objektstatus bestätigt. Oh, die machen gerade eine Animation. So cool, wie die immer untereinander interagieren. Der Skin ist auch irgendwie cool. Diesen knalligen Grün. Gefällt mir. Jetzt schauen wir mal kurz, was ihm fehlt. Er ist zufrieden. Das ist ja ein Traum. Das ist so schön. Die wirken so viel lebendiger, die Dinosaurier hier. Es geht allen gut. 99%. Was will man mehr? Du kannst gerne bleiben. Die sind übrigens Stufe 4. Das seht ihr immer da oben rechts da beim... Ne? Ich denke mal, ihr wisst, wo ich meine. Ich kann da leider mit der Maus nicht hingehen, sonst will ich es euch zeigen. Und unser Zaun ist nur Stufe 2. Da muss man halt immer ein bisschen gucken. Also wenn es denen schlecht geht, dann hat der Zaun keine Chance, das abzufangen. Und damit wir fertig werden, fehlt eigentlich nur noch eine Dinosaurierart, glaube ich. Also zumindest, dass wir mit dieser Mission fertig werden. Da können wir mal eben schauen, was der so mag. Oh, der mag tatsächlich den Allosaurus. Meint ihr, wir können das kombinieren? Dann könnten wir das Gehege noch ein bisschen erweitern. Es gab doch da auch Alus. Das wäre ja super praktisch. Schaden an Eigentum gemeldet. Schaden an Tierbestand gemeldet. Ja, wir sind auf jeden Fall zwei Alus
und Big Rock. Battle at Big Rock. Das war auch mit dem Nasuto Ceratops, glaube ich, ne? Kann dir sogar Schnee pinseln. Das ist ja cool. Das hatten wir auch so noch nicht. Aber in dem Gehege macht es jetzt nicht so viel Sinn. Ich glaube, das macht Sinn bei denen hier vielleicht. Wie hießen sie noch? Ryolophosaurus. Der kam doch aus der Antarktis. Dann mag der bestimmt gerne, wenn da ein bisschen Schnee zumindest liegt. Könnte ich mir vorstellen. Machen wir es hier doch mal ein bisschen weißer. Ist immer noch glücklich. Dann können wir es auch so lassen. Ich hoffe, da gibt es jetzt keinen Krieg. Wobei das natürlich auch spannend wäre, aber das würde halt die Mission nur ein bisschen rauszögern. Aber ich habe zum Glück gar keinen Zeitdruck oder so. Also wir können ganz in Ruhe spielen. Selbst wenn jetzt was schief geht, dann macht das gar nichts. Wir brauchen dich einmal, dass du scannst. Es steht diesmal viel auf dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Und ich täusche mich nicht. Wir sind dabei, eine neue Beziehung zu den Sauriern aufzubauen. Revolutionäre Ideen, weil wir so die Vergangenheit besser verstehen können. Und wie wir das tun? Wir versuchen, diese Unfälle hinter uns zu lassen. Nun, wenn ich dürfte, es gibt keine Unfälle, nur unentdeckte Ursachen. Unser Fehler, der Fehler der Menschheit, ist zu glauben, dass wir die Wahrheit wissen wollen, obwohl uns die Lüge ausreicht. Diese genetisch erzeugten Saurier, sie sind so real, wie wir sie machen. Wir haben seit Ewigkeiten Hunde und Katzen und Nutztiere gezüchtet und manipuliert. Warum? Nicht für die Tiere, sondern zu unserem Nutzen. Und Sie denken, das tun wir auch jetzt? Sagen Sie es mir. Jeder Kontakt, egal wie winzig und begründet, führt zu Veränderungen. Ist es nicht so, Dr. Dua? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Unser Job, mein Job, ist es, dafür zu sorgen, dass diese Tiere die beste Pflege erhalten. Dann sehen wir weiter. Ja, ja. Wie wunderbar chaotisch von Ihnen. Das scheint halt wirklich zu funktionieren. Die fauchen sich nicht mal an oder so. Sind komplett entspannt. Ist aber interessant, ne? Der Alu kann auch noch mit dem Cerato und sowas gemeinsam im Gehege sein. Und der Kompi ist sowieso immer irgendwie kompatibel mit allen. Alle zufrieden. Mission abgeschlossen. Nicht einmal auf den Inseln haben wir etwas geschaffen, das so... so... perfekt ist. Nun, da wir sie nicht frei herumlaufen lassen können und die Saurier nie das Leben kennenlernen werden, das sie leben sollten, zumindest so perfekt wie möglich. Wir... sollten wohl glücklich sein. Aber sind wir das? Vielleicht. Okay, etwas stört dich und ich bin es nicht. Nein. Also... was dann? Dieser Park. Das ist nicht das Ende für die Saurier. Oder? Nein. Natürlich nicht. Es ist zu gefährlich, diese Tiere derart nah an der Zivilisation zu machen. Was macht der denn, ey? Wir werden ihnen folgen. Meinst du das ernst, Owen? Der jagt halt die Ziege, oder? Ist dir klar, was du da sagst? Wir sind ein Team. Ich kenne dich, Claire. Wie er schnauft. Du musst ihm nicht den Rücken kehren, was auch eine schlechte Idee wäre. Mach das nie. Niemals. Und ich kann es auch nicht. Diese Tiere sind ein Schicksal, dem wir nicht entkommen können. Und nicht nur wir beide. Alle. Damit muss die Erde nun klarkommen. Ja, entweder behandeln wir den Planeten richtig. Ziege hat gewonnen. Oder die Saurier machen ihn zu Ehren. Das hat auch super funktioniert. Und das war auch schon die Mission. Okay, die war ja komplett entspannt so. Wir waren auf uns alleine gestellt, konnten ein bisschen bauen und sowas. Ein paar Dinosaurier retten. Bisschen die Menschen retten. Hat echt Spaß gemacht. Yosemite. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr?
Die Starken jagen die Schwachen. Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite Park? Das tun sie ganz sicher. Nein, nein. Die Frage ist, werden sie bleiben? Und ja, Leute, das war die Kampagne. Also, war ein bisschen kurz, die Kampagne, muss ich sagen. Aber wir haben ja noch die Chaos-Theorie-Level und das ist ja quasi auch eine Kampagne. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.